Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA Mobile. Die letzte Folge kam bei euch sehr gut an und deshalb kommen jetzt erstmal drei Kommentare, die mir sehr gut gefallen haben. Der erste Kommentar kommt von Mark Otten. Super Video, Stürmi, und ich spiele das zum ersten Mal. Ich finde es Hammer. Dann von Profis 2000. Ich gönne dir deine kommenden 1000k-Abos, also 1k. Und dann der letzte Kommentar kommt von Olbak Simo. Auch wenn ich nicht der größte Fan von FIFA Mobile bin, war es trotzdem unterhaltsam. Ja, danke für eure netten Kommentare. Und ja, heute werden wir mal ein paar Packs öffnen, wie ich glaube ich schon gesagt habe. Und zwar möchte ich jetzt erstmal gehen wir mal in den Shop. Wir öffnen jetzt mal hier das Gratis-Set Stufe 1, das man alle 4 Stunden bekommt. Heute Morgen habe ich das erste geöffnet. Und wir schauen mal rein. Ich habe leider keinen Sound hier jetzt. Aber ihr kennt ja den Sound von FIFA Mobile. Und wir bekommen hier 2000 Münzen. Und ich habe meinen Kopf irgendwie hier. Okay, egal. So, dann geht's hier weiter. Dann bekommen wir hier noch Li Peng als Innenverteidiger mit einer 59. Und weiter geht's. So, das war das Gratis-Set. Jetzt holen wir uns noch das Saison-Bonus-Pack. Da habe ich jetzt noch 18 von diesen, wo man einsetzen muss hier. Da kaufen wir jetzt mal eins von. Und wir öffnen es jetzt. So, wir haben jetzt nochmal 2500 Münzen bekommen. Dazu haben wir jetzt noch einmal Aggressivität, einmal Schießen, dann ein Innenverteidiger Mumin 54er und Rui Fonte als Stürmer mit einer 70. So, dann geht's weiter. Und zwar gehen wir einmal hier im Versus Angriff. Da gibt es ja auch noch eine Boni. Nämlich dies hier. So. Und dann öffnen wir das mal. Ich zeige euch meinen Stand gleich. Also ich kann es hier sehen. Es steht bei 292.595 Münzen. So, dazu haben wir noch einmal die Stärke-Dings bekommen und Freistoß einmal. So, gehen wir hier einmal ganz heraus. Und jetzt gehen wir in den VIP. Das möchte ich jetzt mal machen hier. Und zwar ist hier leider noch nichts freigeschaltet und das tun wir natürlich jetzt. So. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, wo das ist. Nein, nicht. Sets. Okay. Ich finde es jetzt nicht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay. Bei VIP-Rang. Kauf im Shop VIP-Po. Okay. Ach so, okay. So, wie viel brauchen wir da? Ich weiß es gar nicht. 250 steht hier unten. So. Weh. So, bitte zum Shop hier. Dankeschön. So. Ich denke mal. Oder wir holen uns gleich mal. Ja, wir nehmen uns erstmal eins. So. Dann können wir immer noch hier. So. Ihr könnt ja nichts sehen.
Bearbeitung, Zahlung erfolgreich, sehr schön. So. Und dann öffnen wir das Bonus-Pack. Und wir haben natürlich die 300 FIFA-Points. Okay. Kontostand ist jetzt bei 341. Und dann haben wir noch VIP-Punkte bekommen. 200 Stück. Sehr cool. So, Kauf abgeschlossen. Jawolski. So, du hast erreicht VIP-Rang 1. Und dann öffnen wir dann mal. Also wir holen uns den Bonus jetzt. Zack. VIP-Pack. Zum Öffnen antippen. Das tun wir natürlich. Und da haben wir dann. Jetzt seht ihr nicht den ganzen Text. Das ist natürlich wieder ganz toll. Erhöht die Menge der in Partien Skillspielen versus Angriff und 1 gegen 1 verdienten Konto XP um 2%. Das ist natürlich nice. So, dann gehen wir weiter. Dann, dazu haben wir noch erhalten 100 Games, also Gems. Und 5000 Münzen. Sehr nice. So. So. Gehen wir mal zurück. So. Und ich denke mal. Weiß nicht, sollen wir noch das zweite machen? Ich glaube, das machen wir auch noch. Oder den Quatsch, wir müssen also erstmal hier freischalten. Schockant gemacht. Ich dusel. Ja, so ist, so bin ich manchmal. So, da haben wir nochmal 1000 Gems bekommen. Jetzt habe ich 2955 Gems. Ja. Ein neues Wort in FIFA Mobile. So. Was kann man jetzt noch machen? Ich glaube, wir machen noch den VIP-Freischaltung von der 2 hier. Da brauchen wir 1000 FIFA Points. Und das machen wir dann auch einmal. Okay. Ihr könnt hier nur meine E-Mail-Adresse sehen. Aber die kennt ihr ja sowieso. Die stehen ja unter meinen Videos. So. Ich denke mal, jetzt haben wir auch genug. Um es zu öffnen gleich. So, jetzt haben wir hier 2100 FIFA-Points dazu bekommen. Jetzt haben wir genau 2191 FIFA-Points. Plus 1000 FIFA VIP-Punkte natürlich. Kauf abgeschlossen, jawohl. So, jetzt holen wir uns den ersten Bonus. Zack. Und wir öffnen es in 1, 2 und 3. Und da haben wir jetzt. Ich muss es euch ja wieder vorlesen, weil ich mit meiner Birne hier vor dem Text bin. Erhöht die Menge der in Partien Skillspielen versus Angriff und 1 gegen 1 verdienten Münzen um 2%. Also wir bekommen jetzt anstatt 100%, bekommen wir jetzt 102%. Das ist natürlich sehr cool. Dann haben wir noch 200 Gems dazu bekommen. Und dann noch 10.000 Münzen. Ist auch sehr cool. So. Und dann nochmal einen Bonus. Okay, dann machen wir nochmal. Sagen wir doch nicht nein, oder? Und wir öffnen es. Und darin haben wir jetzt XP-Privileg 104% erhöht die Menge der in Partien Skillspielen versus Angriff und 1 gegen 1 verdienten Konto XP um 4%. Das ist natürlich sehr nice. Dann haben wir hier 300 mal Gems bekommen und 15.000 Münzen. Sehr cool. So, dann gehen wir mal zurück. Und holen uns natürlich hier jetzt
Den VIP-Rang Nummer 2. So, und wir öffnen es in 1, 2 und 3. Oh, ein Torwart. Sehr stark, weil ich habe noch keinen starken Torwart. Da haben wir Thomas Wecklick oder wieder Wacklick. Ich kann das nicht aussprechen. Tut mir leid. Aber ich denke mal Wacklick oder Wecklick. 80er Stärke. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Oh, wir könnten VIP-Rang Nummer 3 machen. Mit FIFA, mit 500 FIFA-Points. Die haben wir natürlich noch locker, wie ihr oben seht. Da oben. Hier. So. Und das öffnen wir natürlich. Wir öffnen das Pack in 1, 2 und 3. Und wir haben 150.000 Münzen bekommen. Jetzt stehen wir bei 472.595 Münzen. Sehr stark. So, und das war es dann natürlich hier auf bei den VIP. Wir schauen mal. Wir machen jetzt hier höchster Gesamtwert und sehen, dass jetzt der Torwart hier reingesprungen ist und wir stehen jetzt bei 78 Gesamtstärke. Ich möchte auf die 80 kommen und dafür muss ich natürlich noch ein bisschen zocken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier noch irgendwo Packs habe. Wir schauen mal nach. Also hier haben wir mal keine. Hier habe ich auch keine mehr. Hier habe ich keine mehr. Hier habe ich auch keine mehr. Hier nicht und hier nicht. Oh, nicht nochmal dahin. Shop. Ich glaube, da waren wir eben, gell? Ja. Okay. Und zwar habe ich auch jetzt hier die Ligen freigeschaltet. Und ich möchte euch fragen, wenn ich eine Liga eröffne, würdet ihr gerne in meine Liga kommen? Also ihr müsstet schon, ich denke mal, ich weiß nicht, wie man das einstellen muss. Muss ich näher mal schauen. Ob man eine Teamstärke von, sagen wir mal, 75 oder was weiß ich, dass man da reinkommt. Ich wollte in manche Ligen rein und da muss man 80 haben und pssst. Der Quatsch. Ja. Also, wenn ihr gerne dann in meine Liga kommen wollt, dazu kommt im nächsten Video dann der Teil. Und ja, ich denke mal, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, liken nicht vergessen natürlich. Liken, liken, liken. Da freue ich mich sehr darüber. Und natürlich, wenn du noch kein Abonnent von mir bist und dir mein Kanal gefällt oder meine Videos zum Beispiel, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Ist auch natürlich gratis, ist kostenlos. Ja, bis zur nächsten Folge und ciao!